Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, auch die Männer bekommen mittlerweile Beautyboxen, was ich sehr cool finde. Und ich habe hier eine neue Box, beziehungsweise ich habe sie im Abo. Und zwar ist die Blackbox Men aus dem Frühling 2020 bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blackbox Men kommt aus dem Hause Pink Box und kostet 16,95 € im flexiblen Abo oder 24,95 €. Wenn du die halt einmalig bestellst. Mit dem Code Sirius Black bekommst du die aber für 16,95 €. Deswegen ist es relativ Pelle, würde ich jetzt mal so sagen, ob du das Abo hast oder eben nicht. Es gibt immer irgendwie so einen 8 € Rabattcode, sodass du die auch für 16,95 € bekommst. Ja, ich habe die im Abo, bekomme die viermal im Jahr, denn so oft erscheint die Box. Und hier sind immer so 6 bis 10 Produkte mit einem Wert von mindestens 60 € drin aus den Bereichen Lifestyle, Pflege und Food, aber hauptsächlich Pflege. Denn die Pinkbox ist bekanntermaßen ja auch eine Frauenbox mit hauptsächlich Pflege und dekorativer Kosmetik. Dekorative Kosmetik für Männer gibt es relativ wenig. Zuallererst habe ich hier ein Produkt, was sich außerhalb der Box im Versandkarton befand, was ich einmal auspacken werde und was sich anfühlt wie ein Teller. Gut eingepackt in einem Luftpolsterumschlag. Und hoffentlich heile. Ja, das ist von Villeroy und Boch tatsächlich. 15% Rabatt auf die gesamte Manufacture-Kollektion. Und dieser Gutscheincode ist leider nur gültig bis zum 15.09.2019. Ach Leute, das nenne ich mal abgelaufen. Schön, diesen Teller hatten wir auch damals tatsächlich in der Brigitte-Box mit drin. Ist ganz schön, ich muss mal meinen alten noch finden, weil dann hätte ich jetzt hier zwei. Das ist ein Schieferteller. Den sieht man jetzt, glaube ich, auch ganz gut in der Kamera. Finde ich schön. Ist, wie gesagt, von Villeroy und Boch. Und ich muss echt mal schauen, wo ich unseren habe. Das müsste dann der Lifestyle-Artikel gewesen sein. Den Gutscheincode finde ich großartig. Es sei denn, es verbirgt sich nun eine Zeitmaschine in dieser Blackbox. Was ich nicht glaube. Ich habe den Deckel entfernt. Er ist von innen matt schwarz, so wie auch die ganze Box. Und die Box ist immer recht schwer und sie ist wirklich sehr, sehr prall gefüllt. Die Produkte, die da drin sind, gebe ich nachher meinem Freund, dass er einmal durchstöbern kann, dass er guckt, was er davon gebrauchen kann. Den Rest verschenke ich im Freundes- und Familienkreis meistens weiter. Hier haben wir das ähnlich aufgebaut wie auch bei der Pinkbox zum Beispiel. Du hast hier ein Seidenschleifchen, was man einmal öffnen kann. Dann hast du hier das Seidenpapier, was verschlossen wird mit einem Klebi, wo einfach draufsteht Blackbox Men. Und hier haben wir einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Die Männer haben das ohne Bildchen, sondern ja, einfach mittlerweile aber auch zum Aufklappen, was ich ziemlich cool finde. Ne? Mit Produktinformationen, aber auch nur ein ganz bisschen und ein paar Gutscheincodes. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und ich glaube, dieses Video muss ich leider, leider nur für Erwachsene machen. Ich weiß es aber noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier als erstes Produkt drin. Playboy Condoms. Ausdauer. Dreifacheffekt für längere Performance mit engerer Passform, höherer Wandstärke und gerippter Oberfläche. Ja, das ist nett. Ich finde es auch gut, dass auch die Männer tatsächlich jetzt angehalten werden, auf die Verhütung zu achten und nicht nur wir Frauen. 4x2,5 ml Erdbeere gratis mit dabei, ist auch super, ne? Und 10 Kondome sind hier drin. Ne? Wird nicht im Aufgebraucht landen, Leute. Nein. Ich wurde schon danach gefragt. So, hier haben wir ein Produkt, was eigentlich sogar Unisex ist. Sebamed, frische Deo, frisch, ohne Aluminiumsalze, nachhaltige Frische. Finde ich super. Ich persönlich freue mich aktuell sehr, wenn ich Deos habe, die nicht in Aluminiumverpackungen sind, sondern eben in Glasflaschen, die halt auch so ein bisschen umweltfreundlicher sind. Und das hier ist tatsächlich auch ein Produkt, das ohne Aluminiumsalze ist und was halt auch in dem Sinne hautfreundlicher ist, weil es halt pH-neutral ist, ohne Aluminiumsalz. Es ist eine medizinische Hautpflege und das finde ich klasse. Ich weiß nicht, ob mein Freund das verwenden wird, ansonsten werde ich das verwenden. Ich kann die auch in die Infobox mal mit reinschreiben, da schreibe ich ja auch immer alle Produkte und die Links und so mit rein. Wer das behalten hat, mein Freund oder ich. Okay, hier haben wir etwas drin, das hatte ich jetzt letztens auch in der Box mit drin, aber ich weiß nicht mehr. War das die Lifestyle-Box? Ich glaube, in der Lifestyle-Box war dieses Riegel mit drin. Von Neo Crossbar. Das ist ein High-Protein-Riegel und das ist richtig, richtig lecker. Muss ich wirklich sagen, habe ich auch in dem Video gegessen. Jetzt gerade haben wir Abendbrot gegessen, da brauche ich das nicht. Ja, das ist mit Puffreis und das schmeckt überhaupt nicht nach Proteinriegel, was ich angenehm finde. Du hast ja ansonsten nach Proteinriegeln auch gerne mal dieses Pappmaul oder so. Hast du hier überhaupt nicht. Zum einen, weil das nicht Zartbitterschokolade ist, die außen drum zu ist, sondern Vollmilchschokolade, was das Ganze halt noch so ein bisschen
angenehmer fürs Mundgefühl macht. Und zum anderen hast du hier den Puffreis mit dabei, was das Ganze halt irgendwie auflockert und so ein bisschen diesen Crunch mit reingibt und du nicht nur dieses Proteinriegelgedönsen hast. Ne? Trotzdem ist es noch irgendwie mit weniger Zucker und nur und unter 100 Kalorien per Riegel und das soll alles ganz toll sein und jo. Nur 1 Gramm Zucker pro Riegel. Okay, ja. Cool, freue ich mich drauf. Entweder wird mein Freund es gleich bekommen oder ich werde es gleich beim Schneiden essen. Okay, dann haben wir ein Produkt, das hatte ich auch schon mal irgendwo mit drin. Kalosan-Creme-Schaum Hydro mit 5% Urea bei trockener Haut. Und das kannst du halt für trockene Hautpartien verwenden. Entweder für den Körper oder für die Hände, für die Füße, wofür auch immer du es gerade brauchst. Und das finde ich cool. Ich mag auch diese Cremeschäume. Ich weiß nicht, ob mein Freund das mag. Ich werde ihn mal fragen. Ansonsten ist es halt auch tatsächlich ein Unisex-Produkt. Das hat nicht jetzt irgendwie einen krassen männlichen Duft, sondern es ist so für beide Seiten geeignet, sage ich mal. Für trockene Haut zieht schnell ein, spendet Feuchtigkeit und macht die Haut weich und geschmeidig, frei von Farb- und Duftstoffen. Dann dürfte das auch ungefähr nach gar nichts riechen. Noch ein großes Produkt, ein Anti-Schuppen... Ja, das finde ich gut. Anti-Schuppen-Shampoo Classic, patentierte Formel von Brisk. Brisk ist eine Marke, die ich jetzt auch kennengelernt habe durch die Männerboxen. Das ist ganz schön groß. Mein Freund verwendet auch in letzter Zeit tatsächlich häufiger Shampoos und auch Anti-Schuppen-Shampoos. Jedenfalls hole ich ihm die ständig. Das riecht angenehm. Das riecht wirklich gut. Das wird er auch verwenden. Dreifacheffekt bekämpft Schuppen ab der ersten Anwendung, pflegt die Kopfhaut. Ja, finde ich klasse. Und das wird er von mir bekommen. Da wird er sich freuen. Nutri-Tech Vitamin D3 1000 IE. Das ist wahrscheinlich irgendwas zum Essen, oder? Verzehrempfehlung, ja. 2 Mal am Tag je 5 Tropfen zu den Mahlzeiten einnehmen. Vitamin D3 funktioniert eigentlich nur in Verbindung mit Vitamin K2. Ich weiß nicht, ob das hier mit drin ist. Ansonsten müsste man da eigentlich für sorgen, weil ansonsten kann das seine Wirkung nicht entfalten. Hier steht es jetzt nicht mit drin. Es ist jetzt mittlerweile ja Frühling, das heißt, so langsam kommt die Sonne wieder in einen Stand, dass der Körper auch das Vitamin D3 produzieren kann, wenn die Sonneneinstrahlung kommt und man genug Haut zeigt und Hautoberfläche zur Verfügung stellt. Weil du hast immer diese Vitamin D3-Produktion im Körper, kann nur dann entsprechend funktionieren, wenn die Sonne einen entsprechenden Stand hat. Und das hat sie irgendwie von irgendwie nur in die Hälfte vom Jahr, keine Ahnung. Frag mich nicht, habe ich mir mal durchgelesen und deswegen nehme ich gerade so von O bis O andersrum, also von Oktober bis Ostern, immer zusätzlich noch Vitamin D3, damit ich halt fehlende Vitamin D3 mir noch zuführe, ne? Weil ich ansonsten wahrscheinlich Winterdepression oder sonst irgendwas bekommen würde. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Geschichte. Mir fehlt aber hier ein bisschen das Vitamin K noch mit dabei. Jo, dann haben wir hier die ganz klassische, das musste jetzt auch sein, von Hydrophil, die Bambus-Zahnbürste. Ja, natürlich, eine nachhaltige Zahnbürste aus Bambus, ne? Muss ich nicht viel zu sagen, es ist einfach eine Zahnbürste. Ich war letztens auf Dienstreise, da habe ich eine Humble Brush tatsächlich auch verwendet, also eine Bambus-Zahnbürste. Dafür ist das ganz gut, ansonsten finde ich die gar nicht gut, weil ich mag das Gefühl von Holz nicht im Mund. Ja, und mein Freund glaube ich auch nicht. Nee, eigentlich nicht, aber ich habe auf jeden Fall eine Abnehmerin, die sehr, sehr toll findet. Bambus ist der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt. Deswegen ist es alles ganz schön nachhaltig und schön und toll und klasse. Aber es ist halt eine Zahnbürste, die für mich irgendwie nicht in so eine Box mit reingehört. Aber jeder Jack ist anders. So, was habe ich hier? Ein Parfüm. Richtig gut. M. Asam Bath Body Inspiration Eau de Parfum Pour Homme. Das ist tatsächlich für einen Mann. 50 Milliliter. Eine frische Kopfnote mit Bergamotte und Mandarine verleiht diesem Duft seine Dynamik. Der Kontrast aus Lavendel und Salbei in der Herznote gibt ihm eine unerwartete Wendung. Eine frische Kopfnote mit Bergamotte und Mandarine verleiht diesem Duft seine Dynamik. Der Kontrast aus Lavendel und Salbei in der Herznote gibt ihm eine unerwartete Wendung. Hölzer und graue Ambra seine maskuline Basis. Schwillschnupper. Die Verpackung ist schon mal ganz hübsch, ne? Finde ich nice. Asam finde ich auch für Frauen sehr, sehr schön. Da hatte ich ja auch den Asam Beauty Adventskalender, wo auch einige Produkte von Asam mit drin waren. Und wir haben in vielen Frauen-Beauty-Boxen auch ziemlich viele Asam-Produkte. Ja gut, das sieht jetzt nicht so hübsch aus, finde ich. Sieht ein bisschen billo aus, oder? Ich weiß nicht, wie findest du das? Schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Aber ansprechend finde ich die Verpackung jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber na, was soll's. Oh, feiner Sprühnebel übrigens. Oh.
Das riecht super angenehm. Oh, das mag ich gerne, das Parfüm. Das ist wirklich schön. Oh, gerne. Gerne, mein Schatz, das kannst du gerne verwenden. Da bin ich sehr gespannt, was er dazu sagt. Gut. Mir gefällt das richtig gut. Das hat auch so ein bisschen was von Rasierwasserduft, also ein bisschen frischer tatsächlich. Richtig geil. Von mir aus darf er das gerne jetzt verwenden. Aber das, was hier so draufsteht, ne? Ich meine, Bergamotte, ja. Mandarine, diese Frische, ja. Lavendel, Salbei wird dann jetzt vielleicht ja noch kommen. Aber Mandarine und Lavendel? Ah, ich weiß nicht. Ich frage ihn mal. Naja, aber das war jetzt auf jeden Fall die Box. Hat mir gut gefallen. Also ich bin jetzt kein Kerl, aber wäre ich ein Kerl, mir hätte es wohl gefallen. Aber ja, ne, es ist eine gute Mischung. Du hast halt die dekorative Kosmetik, na Quatsch, dekorative Kosmetik, die pflegende Kosmetik. Oh, ich bin schon wieder ganz woanders, tut mir leid. Du hast hier so ein bisschen Lifestyle-Produkte mit dabei, im Sinne von, hier, eine Zahnbürste ist für mich irgendwie Lifestyle, keine Ahnung. Dann hast du hier noch die Yum-Yum-Geschichte mit dem Food, Parfüm mit dabei, finde ich immer großartig, wobei das hier auch als Lifestyle... In welche Kategorie würdest du das mit reinpacken? Hm? Schreib mir das gerne mal. Lifestyle ist auf jeden Fall das Tellerchen. Ich muss gucken, ob ich den zweiten noch habe. Irgendwo habe ich den garantiert. Keine Ahnung. Ich mache sowas auch gerne mal verloren. Aber gut. Ne? Wie gesagt, mir hat es gefallen. Abo läuft weiter, klar, sowieso, weil ich das immer ziemlich interessant finde, was da so in den Boxen mit drin ist. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!